feel this way forever. Tyrone Jackson. Yo ihr Leute, willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Get Down. Und ich habe einen Baumskin. Ich kann mich, glaube ich, hier super anpassen. Ne, okay, hier sind irgendwie keine Bäume. Auf jeden Fall spielen wir heute eine Runde Minecraft Get Down. Und ich habe nichts anderes. Ich habe so viele Kommentare in den letzten Tagen bekommen. Allgemein in den letzten Monaten, in den letzten Wochen, was auch immer. Unter allen möglichen Videos. Also unter Lucky Boss Battle, unter Lucky Get Down, unter Skywars, unter Bad Wars, unter allen möglichen. Hey, ich mach mal wieder bitte eine ganz normale Folge Minecraft Get Down. Und ich habe mir gedacht, komm, das können wir eigentlich machen. Ich habe das eigentlich schon immer vorgehabt. Allerdings hatte ich nie so richtig gewusst, wie soll ich das nennen, ne? Man kann ja nicht einfach hier hochladen, Minecraft Get Down. Ich meine, wer guckt sich das schon an? Aber ich habe mir gedacht, komm, warum nicht? Irgendwie so ein Titel wird das jetzt schon haben. Auf jeden Fall spielen wir heute eine ganz normale Runde Minecraft Get Down. Ich hatte, glaube ich, auch schon damals mal ein paar Challenges in Get Down gemacht. Und dann auch immer recht viele geschrieben, wo ich meinte, yo, schreibt auf jeden Fall noch ein paar Challenges in die Kommentare, die ich sozusagen auch machen könnte. Haben auch ganz viele Leute geschrieben, spiel einfach eine normale Runde. Und da habe ich mir gedacht, komm, wenn das so viele wollen, warum nicht? Kann ich gerne machen. Und deswegen würde ich mich sehr über eine positive Wertung freuen, weil irgendwie war so die letzten Get Down Sachen, da hatte ich nie so richtig das Gefühl, dass ihr das noch so krass feiert. Aber so 2000 Daumen nach oben und irgendwie Lucky Boss Battle 5000. Auf jeden Fall, wenn ihr mehr Get Down sehen wollt, könnt ihr das gerne irgendwie in den Kommentaren schreiben oder irgendwie eine Bewertung lassen, was auch immer. Ja, ich bin irgendwie auch nicht mehr so der erfahrenste Get Down, muss ich sagen. Ich habe Ewigkeiten kein richtiges, originales Get Down mehr gespielt. Ich habe heute ein bisschen gespielt, um mich so ein bisschen einzuspielen. Das war es aber auch schon. Also klar, Lucky Get Down, ne, haben wir am Start. Das nimmt man natürlich auch nur irgendwie zweimal in der Woche auf. So eine einmal halt. Deswegen habe ich jetzt, wie gesagt, nicht mehr so die krassen Get-Down-Erfahrungen. Ich habe jetzt aber auch extra die super coolen Maps rausgepickt. Und zwar ist das LSD, ist wie Mario und dazu noch Giftzelle, die etwas neuere Maps, also von allen Maps, die es gibt. Ich glaube, es gab insgesamt ein Map-Update in komplett Get-Down, was eigentlich relativ wenig war, weil dieser Modus war so krass gehypt und es gab einfach nur ein richtiges Update. Finde ich schon ein bisschen krass und Alter, komm schon, ich bin am weitesten unten. Das ist echt voll die krasse Runde. Nein, da waren noch so viele. So viele. Jetzt bin ich runtergefallen. Am gut, dass ich nicht gestorben bin. Immerhin habe ich noch den Bonus bekommen. Absorption. Okay, auf jeden Fall kein Fall. Das ist mir... Alter, jetzt werde ich... Ich werde jetzt runtergekickt, ne? Das wäre jetzt echt assi, weil da war gerade hinter mir jemand. Wie ein wahres Monster. Das war echt heftig, die Sprünge gerade. Ich da gerade noch so durchgekommen bin. Ich muss schon sagen, da bin ich stolz auf mich. Und, oh, das war Glück, Leute. Nein! Oh! Halbes Herz. Und ich muss sagen, ich hatte irgendwie It's Me Mario so als so ein bisschen bessere Map in Erinnerung, wo so ein bisschen mehr Coinblöcke sind. Aber scheinbar gibt es hier nicht so viele. Doch, hier sind jetzt wieder ein paar. Aber trotzdem, es gab irgendwie mal mehr, habe ich das Gefühl. Beziehungsweise, okay. Ich glaube, auf Revi ist so, dass es so irgendwie 4 oder 3 oder 2, was auch immer, Maps gibt, wo halt sozusagen die Blocks schon so vorgebaut sind, diese Dateien, die man dann bekommen kann. Also ich glaube, hier sind nicht diese Random-Blöcke, wie in Survival-Games zum Beispiel. Also hier gibt es keine Random-Seelaternen mit so einem Coinblock, sondern es sind vorgebaute Maps, die, glaube ich, immer unterschiedlich gewählt werden. Und... Nein, danke! Ich war kurz davor, 3 Coinblöcke oder so zu bekommen. Da kommt dieser Sprung. Ne? Davor hatte ich Fall, dann hatte ich Sprung. Alles klar, wir sind Fall und Sprung. Das würde mehr Sinn machen, bis Fall und Spring und Langsamkeit. Ach, danke, Leute. Irgendwann war das, ich kann es mich doch erinnern, vor 4 Monaten oder so, da haben Leute in die Kommentare geschrieben, kann sein, dass YouTuber voll den Vorteil haben mit... Verdammt, mit diesen Lucky Blocks, beziehungsweise mit diesen... Habe ich jetzt, oh Gott, ich glaube, ich habe fast weniger schon gemacht. Also ich habe 1200 immer noch, das war eine richtige Fail-Runde. Aber auf jeden Fall, dass YouTuber irgendwie Vorteile haben von wegen so, yo, die bekommen immer nur Lucky bei diesen, ich nenne sie jetzt einfach mal Lucky Blocks, also da, wo man halt Effekte bekommen kann. Das stimmt aber nicht, ich bekomme genauso manchmal Unlucky, beziehungsweise genauso wie ihr. Und das ist ganz normal, also YouTuber haben hier keinen Vorteil. Und ich wüsste auch nicht, wie man das irgendwie regeln könnte. Und ich habe auch schon oft darüber philosophiert, ob irgendwie die Farben unterschiedliche Sachen machen. Also ob man jetzt hier sagen kann, yo, bei dieser Farbe kommt was Positives, bei dieser Farbe kommt was Negatives, aber das ist komplett random, habe ich dann irgendwann gemerkt. Also man kann hier nichts beeinflussen und auch keine YouTuber haben hier irgendwelche speziellen Fähigkeiten. Genauso wie der Mythos immer noch da ist, yo, man bekommt keine Coins, wenn man Leute runterschubst. Das stimmt nicht. Man bekommt Coins und wir hatten mal Leute in den Kommentaren geschrieben, dass es genau 5% sind, die man da bekommt vom Gegner sozusagen. Also dass man 5% der Coins vom Gegner bekommt, wenn man ihn runterschubst. Das klingt für mich relativ realistisch, muss ich sagen. Kann sein, dass es irgendwann mal in irgendeinem Video von Revi oder so gesagt wurde, von irgendeinem Typ, der sich da super auskennt oder der sich das ausgerechnet hat. Ich denke mal, dass sich das irgendjemand errechnet hat. Aber auf jeden Fall klingt das in meinen Ohren realistisch. Und, oh Gott, auf jeden Fall bekommt man irgendeine Menge an Coins vom Gegner. So, Alter, den bekomme ich nicht mehr. Wie soll ich jetzt hier gut nach unten bekommen? Ich bin irgendwie nicht so zufrieden mit dieser Runde, also mit der Runde auf Giftzelle und auf jetzt Mario auf keinen Fall. Also LSD
War wirklich gut bis auf das Ende. Aber hier ist es auch wieder so leer an Coinblöcken. Das finde ich nicht so geil. Ich bin immer am weitesten unten. Das heißt, ich werde wahrscheinlich auch die Runde beenden. Und den hole ich mir noch. Muss aufpassen, dass ich gegen irgendwas gegenspringen. Aber ich denke, wir haben es geschafft. Und tada, 1900. Eieiei. Also dafür, dass ich so Ewigkeiten kein richtiges Getter mehr gespielt habe, muss ich schon sagen, der Boss ist back. Nein, Spaß. Aber auf jeden Fall, was mache ich hier? Hi, na. Ich passe mich an, wie immer. Nein, okay. Und ich denke immer, hier timet alles aus. Weil guck mal, wie die alle rumstehen. Hi. Sollen wir vielleicht Sachen kaufen? Und zwar wollen wir ganz coole Sachen, weil ich habe 1900 Coins. Ich denke mal, davon können wir uns ordentlich geben. Ich glaube, ich habe gar nicht die 1000 bzw. 2000 Coin-Taktik gemacht. Aber ich denke mal, weiß nicht, ob ihr die sehen wollt, ob so viele von euch jetzt 2000 Coins schaffen. Weiß ich nicht. Schärfe. Ich hätte gerne noch Verbrennung. Nee, ich mache jetzt einfach erstmal den Bogen. Stärke. Na, hab ich gerade ernsthaft von. Ich bin so doof, ne? Ich habe von Stärke 4 auf Stärke 3 jetzt schadet und dann wieder zurück. Ich habe nur noch 30 Sekunden. Ich hätte am Anfang nicht so lange zögern dürfen. Komm schon. Nix. Ah, ich will keine Haltbarkeit. Unendlichkeit, sehr schön. Komm schon. Nein, keine Stärke. Flamme. Ich brauche Flamme, 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 Flamme. 21 Sekunden, Leute. Ob ich das schaffe. Ich hoffe einfach mal. Hä? Stärken. Oh, da mache ich halt das Schwert zuerst, ne? Ich meine, was soll das denn? Verbrennung habe ich jetzt hier drauf. Okay, machen wir noch ganz kurz die Angel hier. Dann machen wir jetzt das hier. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Oh, fuck. Ich habe total gefailt. Ich hatte, glaube ich, auch noch ein paar Coins übrig. Ich habe jetzt 10 Goldapfel. Das sind 250 Coins umgerechnet. Und habe einfach gar nicht geschafft, jetzt meine Sachen richtig zu entschaden. Ich meine, ich habe jetzt hier ein Harnstück auf Schutz 2 und der Rest ist unentschadet. Ich hoffe mal, ich kann hier irgendwas noch reißen. Also, was hat das denn gerade? Ich habe Zeit war irgendwie zu schnell um. Muss ich sagen, das gefällt mir manchmal gerne auch nicht, dass manche immer viel zu viel Zeit haben und manche viel zu wenig. Aber ihr seht schon selber, ich zerstöre gerade meine Argumente ja im Prinzip selber, weil man kann da nichts ändern. Weil manche haben zu viel Zeit, manche haben zu wenig. Die, die halt viele Coins haben, haben zu wenig. Die wenig Coins haben, haben zu viel. Und ich kenne auf jeden Fall beides. Ich habe, oh verdammt, ich habe ernsthaft keine Flamme auf meinem Bogen. Aber vielleicht irritiert es ein bisschen, weil die da denken, yo, der hat voll den scheiß Bogen, nur weil ich keine Flamme habe. Aber ich habe ja trotzdem hier schön Stärke drauf, ne? Ich muss aufpassen, wenn jemand von hinten kommt. Alter, da muss ich aufpassen, ob die Knockback von ihm. Ich habe aber 10 Goldapfel. Sollte ich, glaube ich, nicht zu pingelig sein, sondern einfach mal ein paar benutzen, wenn man schon so viel hat, ne? Und komm, geh mal weg hier. Ah, der hat nur ein Steinschwert. Ja, dann dürfte es, glaube ich, kein Problem jetzt sein, wenn er mich nicht zu gut hittet. Oh, was kommt denn noch von hinten? Digger, lass mich in Ruhe. Was macht der da? X. Jetzt hat er ihn getötet, ernsthaft. Jetzt hat er schön den Regeneration Boost bekommen und ich werde richtig verkacken. Was ist das denn hier? Alle wollen sie meine Kills haben. Aber ich will selber meine Kills haben. Komm, dich töte ich jetzt. Bitte, bitte, bitte. Gleich bist du down. Verbreitung hat er. Und, da ist er down. Zack, der nächste. Auf jeden Fall besser. Oh Gott, schnell anziehen. Auch auf jeden Fall besser, egal was drauf ist. Immer besser. Puh, das war knapp. Komm schon. Ey, gegen den habe ich eben in einem Aufnahmetest schon probiert zu spielen. Der war auch mein Endgegner. Ich habe ihn getötet und da habe ich ihn wieder getötet. Er war immer noch 11 Goldäpfel. Komm. Oh, scheiß Angel, ich hasse sie jetzt schon. Bei mir funktioniert er nicht, ne? Okay, jetzt hat sie gerade funktioniert und jetzt auch wieder, wo sie nicht funktionieren hätte sollen tun, weil das war gerade doof von mir. Aber da funktioniert sie auch wieder nicht. Funktioniert es irgendwie nicht, wenn der Gegner sneakt? Komm schon, nicht alle gegen mich. Nein, verschwört euch doch nicht. Ich wette, der... Alter, lasst mich in Ruhe. Komm, kämpft gegeneinander. Sehr schön. Das finde ich eine wunderschöne Idee. Und ich sollte lieber nicht mit dem Bogen probieren zu kämpfen, sondern einfach draufgehen. Und es ist so fucking dunkel hier, ne? Oh mein Gott. Komm. Ja, du müsstest gleich down sein. Da ist er down. Okay, und den nächsten direkt. Komm, dich töten wir. Na? Oh, hi. Oh, dahin sollte er eigentlich nicht. Er soll eigentlich zu mir. Aber das war auch ganz gut, glaube ich. Und komm schon. Ja, wir haben ihn, glaube ich, gleich. Wir haben ihn richtig gut auf jeden Fall. Und da haben wir einfach mit 9 Herzen gerade gewonnen. Da kann man ruhig mal GG schreiben und meinen wunderschönen Skin jetzt wieder genießen. Ohne irgendwie Baumskin. Ich verstehe nicht, warum das bei Rewe nicht so ist, dass man seinen normalen Skin hat, wenn man sich nickt. Aber so ist das nun mal. Und ich hoffe wirklich sehr, dass euch diese normale Runde Minecraft-Gattern auch mal gefallen hat. Auch gut getan hat, was auch immer. Ich fand es auf jeden Fall ziemlich cool und erfrischend mal wieder. Ohne irgendeine Taktik hier am Start zu sein. Ihr seht schon, Rewe hat eine neue Lobby. Ich finde die mega geil. Also wirklich... Die gefällt mir super gut. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie gesagt, gerne positive Wertung da lassen oder Kommentar schreiben. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und hi, Fame, Bitch. Ihi, weg von dir. Weg von... Nein, okay, wenn du das siehst, nicht böse gemeint. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Und tschüss.